Ja, genau so. Und geh rein, komm weiter, weiter. Geiler Abschluss. Ja, Kiste. Zu hoch. Zu sehr Flugball, zu sehr Flugball. Bist nicht so nach oben gegangen. Komm zum Ball, kontrollieren sehr gut. Komm, mach weiter, Mudasse. Okay, 0-0. Keine Kiste. Ja, saubere Passqualität. Komm. Sehr gut, stark. 1-0. Ja. Ja, stark. Ah. Ja, komm, zieh mit links ab. Das ist ja nichts. Saubere Pässe. Du siehst doch, ob der Pass von mir hüpft oder nicht. Mehr Gefühl. Geiler Abschluss. Ja, richtig geil, Mudasse. Mach die Kiste, komm. 2-0. Knie. Blau. Ah, 1-0. Schön, schön näher zu dir liegen. Komm, dann dreht mal ein bisschen. Einfach geht mal hier hin. Passt. Fuß, Knöchel, Knie, Kopf, Rücken. Ohren rot. Okay, komm. Gelb. Gelb. Grün. Oberschenkel. Knie, Knöchel, Rücken, Ohr, Fuß, Fuß vorne, Vorderfuß, Ferse. Ohren, Nase, Augen, rot. Geh links vorbei. Ja, genau so, Mutschieb. Geiler Ball. Guter Abschluss, gutes Dribbling. Mach ihn halt noch, komm. Ja, okay, wobei der war. Und setz dich durch, komm. Ja, und mach die Kiste, komm. Ist leider wieder rausgesprungen. Geht's, Mutschieb? Sehr gut.
Ja, so, und geh rein ins Tempo-Dribbling. Ah, richtig geil. Guter Abschluss. Nach vorne laufen, nicht stehen bleiben. Komm. Punkt. Komm, mach den zweiten auch noch. Mehr früher aufdrehen. Innenseite nachgeben. Sehr gut geholt, stark. Ja. Der Kicker. Fame. Der Kicker. Du darfst der Kicker. Nun schieb richtig geil, wie du immer vorbeikommst eigentlich meistens jetzt. Bisschen noch mehr Feintechnik, bisschen sauberer. Dann ist es perfekt. Sehr gut, starker Trick. Geiler Abschluss. Komm, Mudasse. Ich spiele sie dir extra auch mal schlampig. Ja. Ja. Gut abgesetzt. Ja, Punkt. Komm, nach oben lenken. Nach oben lenken, Mudasse. Guter Abschluss. Ja, genau so. Ja, komm. Ja. Ja. Nein. Ja. Vors Hütchen, komm. Vors Hütchen. Komm, Mudasse. Komm schon. Ja. Herr, wo hast du nicht aufgepasst? Da. Recht. Du auch, Mutti. Ja! Was? Hey, ist wohl ein.
Sehr gute Übung, einfach zum Reinkommen. Wir wollen nämlich das komplette, die komplette Beweglichkeit, die wir jetzt im Gelenk haben, auch nutzen, ja? Und die auch ein bisschen ausweiten. Man muss schauen, dass man Oberkörper nicht zu sehr ausweicht, das ist wichtig. Und ist top als erste Übung, muss noch nicht so warm sein. Schauen, dass man kein Hohlkreuz macht. Brust raus, Schulterblätter zusammen. Und jetzt machen wir davon 3 Sätze, 10 Wiederholungen, also 5 in die eine Richtung, 5 in die andere, pro Bein. Dann machen wir es noch mit Knien abgehoben vom Boden, das ist nochmal viel, viel schwerer für die Stabi und auch für die Wachmuskeln dann. Jo Leute, das war's. Das war mit dem Training. Was ich noch sagen wollte, ist, keine Ausreden. Heute hatte ich zum Beispiel Allergie, ich konnte zu Hause bleiben, Ausreden machen, okay, ich bleib zu Hause, ich kann nicht. Ich habe Heuschnupfen, alles, es ist richtig schlimm gerade. Aber keine Ausreden, geh trotzdem auf den Platz, du kannst immer trainieren. Solange du im Bett bist und nicht aufstehen kannst, kannst du schon trainieren. Trainier, okay, manchmal ist es schon schlimm, Verletzungen oder krank oder so, das ist ja verständlich, aber wenn du nur wegen deinem Schnupfen oder nur weil du hier richtig gleich Schmerzen hast, kannst du keine Ausreden machen, nur deswegen nicht trainieren. Deswegen gib immer Gas, wenn du besser werden willst, wenn du Profi werden willst, dann musst du auf den Platz gehen und trainieren. Das ist der einzigste Weg. So sieht der Weg aus. Aufstehen, auf den Platz gehen, trainieren, 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 Disziplin haben, Mindset nicht aufgeben, vom Fehler lernen und weiter geht's. Es geht immer weiter, keine Ausreden und genau. Und ja, und es gibt auch manche, die werden vielleicht nicht wegen Hetze oder so trainieren oder irgendwas, also keine Ausreden, trainiere einfach immer weiter. Wenn du zum Beispiel jetzt trainieren willst und vielleicht nicht mit Freunden oder so trainieren, dann schreibst du deinen Freund und der hat keinen Bock. Dann hör nicht auf ihn, dann geh da trotzdem. Es gibt halt Menschen oder Freunde von mir, die ich kenne, die sind so, ja, hast du Bock zu trainieren? Wenn einer Nein sagt, dann mach dir auch nicht. Sei du selbst, wenn du dein Leben verbessern willst, wenn du in deinem Leben erfolgreich willst, sein willst, dann musst du schon das machen, was du willst und nicht, was die anderen machen wollen. Und das ist ganz wichtig, dass du an dir arbeitest und ja, dich immer verbesserst. Genau, so sieht's aus. Und das war jetzt das Training für heute.
hoffe, das hat euch gefallen. Und falls ihr Fragen habt, dann schreibt einfach in die Kommentare. Wir werden gern beantworten und jo, das war's dann.